Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hermanns Tasting. Freuen Sie sich, es gibt jetzt endlich die Möglichkeit, gemeinnütziges Engagement mit verantwortungsvollem Trinken zu verbinden, und zwar mit der Flens Strandgut-Aktion. Pro Flasche Flens lässt die Brauerei einen Quadratmeter Strand reinigen. Da bekommt der Begriff Strandparty einen neuen nachhaltigen Aspekt dazu. Wenn Sie zum Beispiel bei sich eine Party machen mit 5 Kisten Flens, dann wird das Ganze zu einer Reinigungsaktion von 100 Quadratmeter Strand. Sie machen quasi eine Strandreinigungsparty. Ja, und dieses niederschwellige Angebot zum Engagement ist auch gut geeignet für individuell arbeitende Strandortreiniger. Aber es ist nicht empfohlen, täglich mehr bis 5 Quadratmeter zu reinigen. Sonst könnte es sein, dass Ihre Leber mit einer, ja, sagen wir mal, frühzeitigen Reinigungs-Burnout antwortet. Also eine super Umweltaktion, gerne weitersagen. Ja, die Flensburger Brauerei Emil Pettersen GmbH und Co. KG wurde 1888 gegründet, ist eine Privatbrauerei, und das bekannteste Bier ist das Flensburger Pilsner, umgangssprachlich Flens genannt. Das Flens wurde ja bekannt durch die Werner Comics in den 80er Jahren, und das Plopp der Bügelflasche wurde zum Kult. Egal, Benne, was ist mit euch los? Was macht ihr da? Seid ihr fertig? Flensburger Brauerei hat übrigens nie auf den Kronkorkenverschluss umgestellt und somit wahrscheinlich maßgeblich zum Erhalt der Bügelflasche beigetragen. Ja, und jetzt wollen wir das mal probieren. Ploppen tut es leider nicht so schön, der Stopsel ist irgendwie verklebt. Ja, wir haben einen sehr schönen, feinporigen Schaum und fest, er hält sich gut. Wir haben eine sehr helle Farbe, typisch für die nordischen Pilzsorten. Angenehmes, herbes Aroma. Im Antrunk erst leichte Bitternoten, die sich dann aber durchaus festigen und weiter entfalten. Eine angenehme, herbe Hopfigkeit, also starke Hopfennoten sind da enthalten, aber auch noch ein bisschen was Kräutriges. Also ein durchaus tolles Bier. Im Abgang verstärkt sich nochmal die Bitterkeit, fast hat das so was Gesundes an sich, vielleicht wie so ein Magenbitter. Ich würde sagen, ein typisch norddeutsches Pils, aber sehr gut. Und ich finde, ein perfekter Reset für Ihren Geschmackssinn, vor allem wenn man, so wie ich, in erster Linie die bayerisch-malzig-süßen Biere gewöhnt ist. Also eine wirklich gute Alternative mal zum Münchner Hell. Und ich würde sagen, Prost auf diese Strandgut-Aktion, machen Sie mit.